Hier sind die Top 3 der schlecht bezahltesten Berufe in Deutschland 2021. Das Ganze ist übrigens das Ergebnis einer Studie von Gehalt.de, wo über 200.000 verschiedene Datensätze analysiert wurden. Also auf dem dritten Platz der schlecht bezahltesten Berufe sind die Kellner und Kellnerinnen. Auf dem vorletzten Platz die Friseure und Friseurinnen. Und der letzte Platz geht an die Küchenhilfen. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du das fair findest.